Cheers. Prost auf 20 Jahre Grimme Online Award. Wie seht ihr die Zukunft des Fernsehens, wenn wir jetzt so viel Internet machen? Komischer Satz, den ich formuliert habe, aber ist ja nicht korrekt so. Jetzt wurde der Rundfunkbeitrag erhöht. Viele setzen noch weiterhin auf das Fernsehen. Wie wird sich das verändern? Ich finde es immer spannend, wenn nicht ich nur mir dazu Gedanken mache, sondern andere dazu auch was sagen. Sarah. Also ich muss gestehen, dass ich seit vielen Jahren gar keinen Fernseher mehr besitze und eigentlich primär alles online mir angucke. Aber ich glaube, jetzt auch mit Corona habe ich gemerkt, dass ich manchmal ganz froh bin, wenn ich mich nicht entscheiden muss, sondern einfach mich berieseln lassen kann, dass es ein vorgefertigtes Programm gibt. Also ich glaube, dass die Tendenz manchmal, wenn man zu viel Auswahl hat, auch nicht immer gut ist. Wie konsumiert so ein Michael Mittermeier Medien? Also ich habe natürlich, ich habe schon noch Fernseher. Also komm ich Hast auch du einen noch. Großen Fernseher? Ich habe einen sehr großen Wie groß? Fernseher. Es ist 72, glaube ich, 74. Oh, ich habe 85. Oh, what? Komm, jetzt machen wir hier. Damit ist das jetzt wirklich ein Größenvergleich? Beim Grimme Online Award? Wow, alter Schwede. Ich dachte, wenn schon, wenn ich dich schon mal da habe. 42 Zoll. Aber du? Oh, auch gut. Ich sitze auch weit weg von ihm, deswegen. Aber du sitzt regulär vorm Fernsehgerät und guckst dir ganz normal Fernsehsendungen. Ja, also ich gucke nicht wirklich viel lineares Fernsehen. Also tatsächlich weiß ich jetzt auch, während der ganzen Krise hat man dann mal mehr Nachrichten geguckt oder auch mal eine Pressekonferenz. Aber ich bin ein sehr ausgewählter Gucker. Also eben auch Streamingdienste, man schaut sich Filme an, Serien und so eine Freude mit der Tochter auch, die ist jetzt... Die ist jetzt 12, jetzt schaut man auch zusammen Dinge an, die man beide gut finden. Also nicht nur so früher halt so, oh Gott, wieder ein Pferdefilm, bitte nein. Und dann sitzt er im Kino und gittsch. Und aber ich könnte nicht ohne Fernseher. Also ich glaube, ich könnte es ja nicht ganz ohne. Also ich wäre noch nicht bereit, ihn wegzutun. Vor allem, weil er so groß ist, logisch. Also. Laura, wie ist es bei dir? Ich bin ganz bei Michael. Ich sehe das wirklich genauso. Ich bin ja, sind wir eigentlich ein Jahrgang? Nein. 81 bin ich. Ich bin 82. Oh, ich bin also älter. Ich bin ja quasi auch, ich Ihr glaube, Kinder. Ich bin nicht mehr Digital Native. Ja, ich bin sozusagen natürlich noch groß geworden mit linearem Fernsehen. Und ich habe ja auch klugerweise vor 2 Jahren den Move gemacht, aus der Anwaltskanzlei heraus ins Fernsehen, wo alle sagen, bist du irre, das ist gerade am Sterben. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wie bei vielen Dingen, dass man nicht denken muss immer, dass das eine das andere ersetzt, sondern es kann ein wunderbares, eine Koexistenz, ein Miteinander geben. Das Internet ergänzt das schön. Ich schaue auch viel in der Mediathek, auch von Streamern. Ich bin auch viel bei Twitter und Instagram unterwegs und so und hole mir auch da Sachen. Ich höre Podcasts. Ich glaube, man muss da nicht immer so eine Konkurrenz. Das ist so, wie uns Frauen auch immer gesagt wird. Es gibt schon die eine Frau, die blond ist und Kultur macht. Oder es gibt schon eine Autorin. Es ist Platz für Fernsehen neben dem Digitalen und neben dem Podcast. Ich glaube, es ist schön. Ich hoffe, dass das Fernsehen auch natürlich überlebt und weiter geguckt wird. Aber ich höre immer mehr Leute, die eben sagen, sie haben gar keinen Fernseher mehr. Ich habe noch einen. Rainer, in 20 Jahren Grimme Online Award. Ja. Wir sitzen alle noch genau in der gleichen Runde hier. Hoffentlich. Was ist dann? Ist mal so ein bisschen orakelt. Finde ich mal ganz spannend, wenn Menschen so gucken, was ist in 20 Jahren. Naja, also was die Plattform angeht, wird es sicher komplett neue Player auch geben. Wahrscheinlich ein paar alte weiter bestehen. Die meisten sind ja noch gar nicht so alt. Wir reden über TikTok. Vor ein paar Jahren gab es das ja praktisch noch nicht. Aber ich glaube, so prinzipiell wird es ein paar neue Erzählformen geben. Also auch allein schon die Ansprache bei YouTube oder so ist ja eine komplett andere wie im Fernsehen. Und anscheinend gibt es ja ein großes Publikum dafür. Und ich glaube, das wird sich weiterentwickeln. Und wie du auch schon gesagt hast, natürlich gibt es eine Koexistenz und auch da wird sich viel ergänzen. Und das Fernsehen, die Inhalte werden natürlich immer mehr ins Netz landen und da verbreitet werden. Aber es wird immer noch viel zu viel Fernsehen gedacht, weil du vorhin gefragt hast, wird es das Fernsehen irgendwann nicht mehr geben? Du kennst es vom NDR wahrscheinlich auch. Die Gelder, die gehen erst ganz langsam von den klassischen Radio und Fernsehen ins Online rüber. Und das wird sicher noch viel, viel stärker werden, weil das die einzige Chance sein wird, zu überleben, bin ich mir ganz sicher. Wenn die Alten mit Fernseher aussterben, dann muss man es ja online gucken. Dann ist vorbei.
sie müssen halt auch mehr ran. Also der Punkt ist schon, also meine Kritik wäre, dass natürlich das Fernsehen hat sich lange Zeit im Grunde genommen so verhalten wie die Musikindustrie. So, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Und dann waren die Streamings da und alle und haben Angebote gemacht und da kamen die wahnsinnig viele tolle Serien. Und ich finde, das Fernsehen sollte halt nachziehen. Und es gibt vor allem auch in meinem Genre, weißt du, Formate, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen macht. Kessler ist zum Beispiel eine sehr aufwendige Sendung, die so unfassbar toll ist, das wird ein Privatsender nie machen oder ein Streamingdienst. Und deswegen finde ich schon wichtig, aber sie müssen sich halt auch anstrengen. Also nur mit, ja, wir sind hier jetzt da und verlangen Kohle, das ist den Leuten nicht mehr vermittelbar, weil die sagen, hey, zahl die Summe X, wenn ich den einschalte, Streaming, und die hauen mir irgendwie jedes Monat ein Angebot hin. Also sie müssen schon ran. Und deswegen, der Kampf, also der Konkurrenzkampf tut schon gut. Also soll sich keiner beschweren, sondern that's reality. Und geh damit um oder verschwinde, also tatsächlicherweise.